Es sei gegrüßt, Fremder. Seit der Tumme in Lotus Hitter auf Pastmatte und Latte Attila von der fernöstlichen Harte Imperium. Jade Empire ist endlich da und wir haben BioWares Prügelrollenspiel tief in die Schlitzaugen geschaut. Hi! Und was wir da fanden, gefiel uns sehr. Am Anfang habt ihr die Wahl zwischen 6 Charakteren, die von ihren Voreinstellungen her entweder besonders ausgewogen, stark, schnell oder magisch begabt sind. Alternativ könnt ihr auch nur eines der Charaktermodelle wählen und die 3 Attribute für Körper, Geist und die Chi-Energie selber festlegen. Nach einem Tutoriumskampf, der euch die grundlegenden Funktionen des Echtzeitkampfsystems erläutert, taucht ihr ein in die mystisch-heroische Ära des fantastischen Jade-Reiches. Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist euer Kampfsportlehrer Meister Li, der euch seit frühester Kindheit trainiert hat und uns hier die chinesische Version von Schiffe versenken demonstriert. In einer Höhle unter der Schule testet ihr kurz darauf den max-painigen Fokusmodus. Solange ihr gelbe Fokusenergie habt, könnt ihr so in brenzligen Situationen die Geschwindigkeit eurer Kontrahenten drastisch verlangsamen. Wenig später findet ihr ein magisches Amulett, in das ihr Steine einsetzen und somit eure Attribute verbessern könnt. Solcher Art gestärkt schreiten wir etwas voran im Spielverlauf und erledigen, diesmal mit einem waschbrettbäuchigen Tattoo-Typen als Spielfigur, eine Beispielmission. Bevor es losgeht, überprüfen wir im komfortablen Menü noch schnell den Weg, unseren aktuellen Gefährten und die Steine, die wir in unser Amulett eingesetzt haben. Jetzt aber hopp, in den Wald und nach dem Rechten gesehen. Im Tempel der Fuchsgöttin treffen wir nicht nur einen Dicken mit Bart und Doppelaxt, sondern auch den örtlichen Jäger. Der verkauft uns unter anderem Gemmen für unser Amulett und Techniken. Techniken verändern permanent die Attribute. Für ein Plus an Körperkraft müsst ihr also beispielsweise ein Manko in eurer magischen Ski-Kapazität hinnehmen. In Sachen durchgeknallte Waldgöttin schickt uns der Wildhüter zu einer Herberge noch tiefer im Wald, um einen gestohlenen Kristall wieder zu beschaffen. Vor besagter Waldwirtschaft läuft uns erstmal ein Schauer über den Rücken. Irgendwas ist hier. Na egal, die Gäste sind ganz nett und geben uns den Kristall, wenn wir versprechen, die Fuchsgöttin zu erledigen. Wir stimmen zu. Vorerst, denn wir dürfen immer zwischen guten und bösen Handlungen, also dem Pfad der offenen und der geschlossenen Faust, wählen. Mit dem Kristall lösen wir ein simples Schalterrätsel und öffnen so den Weg in die Dimension der Fuchsgöttin. Hier frischen wir unsere Ski-Energie an einer der Stelen auf, die in der gesamten Spielwelt verteilt sind und neben den kugelförmigen Power-Ups, die manche Feinde verlieren, unsere einzige Regenerationsmöglichkeit darstellen. Die Fuchsgöttin stellt uns jetzt vor die Wahl. Entweder wir ziehen ihr das Fell über die Ohren, was gar nicht so leicht ist und als böse Tat bewertet wird, oder wir packen das Übel an der Wurzel, kehren ins Gasthaus zurück, dessen Gäste in Wirklichkeit alle kannibalische Dämonen sind, und richten ein kleines Schlachtfest aus. Ah!
Im späteren Spielverlauf erwarten euch neben den üblichen Kampf- und Rätselmissionen auch eher soziale Aufträge wie eine Ehezusammenführung oder Wettfressen. Wie in Knights of the Old Republic könnt ihr die meisten Missionen auf gute oder böse Art lösen. Und ebenfalls wie in KOTOR könnt ihr in den Dialogen lügen, schmeicheln oder auch drohen. Jetzt aber zurück zu unserem lustigen Kannibalen-Schlachtfest und generell dem brillanten Kampfsystem. Das fordert euch zwar keine Joypad-Akrobatik ab, hält aber gekonnt die Balance zwischen spaßiger Tastenhammer-Action und forderndem Einsatz der unterschiedlichen Kampfstile. Unser Mädel vom Anfang demonstriert hier den Angriff mit Eismagie. Der gelbe Fokusbalken wird strapaziert, wenn ihr eure magische Waffe auspackt. Anfangs habt ihr die Wahl zwischen Stab oder Schwert. Wahlweise könnt ihr auch noch die blaue Ski-Energie, die beim Zaubern zum Einsatz kommt, zuschalten. Und nach dem Sieg über diesen Gegner habt ihr eine Dämonenform gelernt und könnt so Zwischengegner Garo als fieses Krötenmonster entgegentreten. In der kaiserlichen Arena demonstriert derweil unser Bruce Lee-Held einige Unterstützungsstile. Damit macht ihr generell weniger Schaden, könnt aber Chi-Energie von euren Kontrahenten saugen, Zustandsveränderungen austeilen oder mächtige Combo-Attacken zusammenstückeln. Bis zu 4 Kampfstile gleichzeitig könnt ihr auf die Tasten des Digi-Kreuzes legen. Wollt ihr eure Taktik ändern, pausiert das Spiel und ihr dürft in einem Menü aus allen Kampfstilen, die ihr bis jetzt gelernt habt, auswählen. Die Kampfstile dürft ihr übrigens bei jedem Levelanstieg verbessern, so dass sie zum Beispiel mehr Schaden machen oder weniger Ski- oder Fokusenergie verbrauchen. Im Laufe eures Abenteuers wächst die Zahl eurer Gefährten. Die könnt ihr zwar weder steuern noch aufleveln, dafür brilliert jeder Mitstreiter mit eigenem Charakter und Kampfstil. Meistens könnt ihr die Taktik eures Mitstreiters festlegen. Charaktere im Support-Modus kämpfen nicht aktiv mit, regenerieren aber beispielsweise eure Energie oder verstärken euren Angriff. Im brennenden Zwei-Flussdorf steht uns Zu mit seinem Kampfstab zur Seite. Von Anfang an dabei ist Morgenstern, die Dame im roten Dress. Das schwarz gekleidete Ninja-Mädel stößt erst später im Spiel zu eurer Gruppe und will fürs Erste bekämpft werden. Himmel, den Meister der zwei Klingen, trefft ihr in einem Piratennest. Und dieser löwenartige Schutzgeist wohnt zwischen den Kämpfen im Körper eines kleinen Mädchens namens Wilde Blume. Einige Charaktere kämpfen nicht aktiv mit. So wie der Koch aus der Waldwirtschaft. Der versorgt euch allerdings mit Alkohol für den Drunken Master Steel. Ein stark bebrillter Erfinder schließlich bietet euch mit seiner Superflugmaschine eine Transportmöglichkeit und dieses Minispiel an. Das hätte man noch besser weglassen können. Über den Wolken des Jadereiches ist der Spielspaß allerdings grenzenlos. Trotz vereinzelt planloser Kampfkamera sind die zahlreichen Kämpfe niemals frustig. Vielmehr wirkt die leichte Hinwendung zum Beat'em-up wie ein Schuss Sake in einem gehaltvollen Rollenspielmenü. Lasst euch diese Eastern-Perle keinesfalls entgehen.